Ja, guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Zelda-Livestream. Genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, in der dunklen Grotte hier. Also wir sind im dunklen Abgrund, oder irgendwie so ähnlich hieß es. Ja, beim letzten Mal haben wir Hyrule besucht, haben gesehen, dass dort alles zerfressen ist, was man zerfressen kann. Da hinten schwören die Glühwürmchen. Bevor wir hier richtig loslegen, wie immer, keine Spoiler, ich will keine Tipps und Tricks. Wer das tut, der fliegt aus dem Chat. Sowohl bei YouTube als auch bei Twitch. Die habe ich erstmal zuerst rausgehauen. Ja, ich habe die Amiibos heute schon durchgehauen. Ich habe jetzt sonderlich offscreen nichts gemacht sonst. Und ich dachte mir, öffnen wir diese beiden Kisten doch mal onscreen. Und ich krieg direkt ein Soldatenschild. Und noch ein Ritterschwert. Ich weiß, was ich mache. Nee, nicht das. Hier bei der Lanze, das rostige Schwert ab. Leg die auf den Boden. Hol das aus der Kiste raus. Und dann mache ich eine Synthese mit der Lanze. Tada-tada! Und schieben wieder habe ich mein Schwert die Länge verbessert. So. Dann heißt es Schüsskiste. Ist doch schön, dich gekannt zu haben. Ach, du wirst nicht zerfressen, oder wie? Schön, dass wir es auch wissen. Und wieder sind meine dancenden Piggies im Chat. Die vermisse ich jeden Stream. So, letztes Mal haben wir gelernt, wir können diese Leuchtsamen auch in die Hand nehmen, aber ich will sie lieber schießen. Wir brauchen Licht. Da hinten will ich hin. Erst R drücken, dann Material, dann kann ich den Samen werfen. Und schon haben wir Licht, Leute. Ich will hier am liebsten erkunden. Hier unten kann man bestimmt auch den ein oder anderen Krog finden. Zumindest seltene Materialien. Ich entschuldige mich übrigens, dass es gestern ein bisschen früher geendet hatte, aber wenn ich ein neues Gebiet anfange, dann würde ich das gerne auch von Anfang an starten und nicht einfach nur nach 15 Minuten da dann schon Schluss machen. Okay, ihr gebt keine besonderen Baumstämme. Kann ich euch einsammeln? Ja, kann ich. Ich muss nur intelligent genug dafür sein. Es ist eine schwere Herausforderung für mich. Düsterwürmchen. Ein merkwürdiges Insekt, das im Untergrund lebt. Es produziert ein leuchtendes Sekret, aus dem eine Medizin hergestellt werden kann. Ich kann meinen Körper leuchten lassen. Mann, kommt doch her. Nicht umbringen, Shining. Du willst es haben. Aber nicht umbringen. Hab's. Ich hätte gern einmal so eine Leuchtmedizin. Ich will leuchten. Das ist nur ein Feuer. Ich brauche einen Kochtopf. Oh. Ich habe den zum ersten Mal jetzt aufgestellt und sehe jetzt erst, dass das Teil ein blaues Feuer hat. Und das kann ich sogar mit mir nehmen. Ich kann das tragen. Düsterwürmchen. Und was für ein Objekt nehme ich denn? Ich nehme einfach mal einen Flederbeißerflügel. Ich nehme mal direkt mehrere. Die Viecher findet man sowieso wie Sand am Meer. Leuchtmedizin. Wo ist sie? Es werde Licht. Der Leuchteffekt, der ist irgendwie meh. Aber hey, ich gebe ein sehr leichtes Licht von mir. Okay, das Licht von den Glühwürmchen, zumindest die Stufe 1 Version, kannst du in die Tonne treten. Was will ich eigentlich mit so einer Wurzel?
eine Sequenz starten. Wahrscheinlich produziert das Ding Licht. Und ein Schnellreisepunkt. Und das deckt meine Karte auf. Gottes Willen, ich muss drei Ebenen aufdecken. Himmel, Erde und Untergrund. Der Bereich sieht interessant aus. Muss ich mit dir da hinten nochmal reden, weil ich da den Punkt bei dir habe? Oder was willst du von mir? Er ist in der Richtung unterwegs gewesen, das weiß ich ja vom letzten Mal noch. Leider nein. Ah, okay, ich hatte so die Hoffnung, dass du mir eventuell auch ein paar schenkst, wenn ich nein sage. Dachte, ich kann schmarotzen. Die Hoffnung bleibt mir verwehrt. Ich muss gerade den Avatar nochmal neu ausrichten. So. Also in der Richtung ist der unterwegs. So viel zu, man sieht hier unten nichts. Ich hätte mir die Leuchte haben schenken können und einfach direkt zu der Wurzel rennen. Okay. Da drüben sind unglaublich viele Düsterwürmchen. Die würde ich gerne alle einfangen. Ich krabbel mal ab hier. Da kann ich vielleicht ein paar einsammeln. Werdet euch sicherlich noch brauchen. Kannst du ein bisschen tiefer kommen? Ja, komm. Tiefer. Ja. So, wer von euch hat jetzt schweinisch gedacht? Eine Irrknospe. Der intensive Duft dieser Blume kann so starke Verwirrung hervorrufen, dass du vorübergehend nicht in der Lage... Ah, wenn ich damit einen Pfeil abschieße, ist er wahrscheinlich irgendwie plemplem. Weiß nicht mehr wohin. Als ob ich einen Kung-Fu-Schreiber Pokémon getroffen hätte. Ist meine Vermutung. Oh, da ist direkt nochmal was gewachsen. Ein Qualmerling. Der ist ungenießbar. Ich sammle mal ein bisschen von euch ein. Vielleicht brauche ich euch ja nochmal. Wer weiß, vielleicht kann man dieses komische Pilzlein doch braten. Da vorne ist wieder so eine Knospe. Hier sieht alles verdächtig aus. Will ich erst was sehen, bevor ich runtergehe. Ich laufe in die richtige Richtung, oder? Ja, ist Westen. Komisch, bisher kein einziger Gegner. Na gut, das Licht bringt schon ein bisschen was.
Ich sehe zumindest, was um mich herum passiert. Hat aber auch einen Nachteil. Die Gegner sehen mich auch besser. So, dann probieren wir es mal aus. Wo ist die Irrdingsblume? Wahrscheinlich ganz rechts. So, Ölknospe in deine Visage. Es hat zumindest irgendeinen Nebel gemacht. Und guck mal, der da oben, der hat irgendwie jetzt wirklich, als ob der von Kung Fu-Strahl getroffen wäre. Der greift seine Kollegen an. Warum soll ich kämpfen, wenn die sich gegenseitig platt machen können? Was? Was ist denn das für ein Rotz? Oh, die droppen so ein Anium. Ich mag die Irrknospe. Ey, deine Kollegen stehen rechts. Als ob die immer so Nanium droppen. Hä? Achso, da hat sich was von hinten geschlichen. Was seid ihr denn? Warte mal. Ihr seht schon so aus, als ob ihr Licht magisch entweder angezogen wird oder es hasst. Aua. Ich würde gerne erstmal den da oben ausschalten, aber dann stören die da mich. Wie kriege ich denn mein maximales Leben wieder zurück? Gut, dass ihr nicht viel aushaltet. Ihr seht merkwürdig und lustig aus. Ja genau, Großer. Komm du mal her. Verdammt. Ich hätte eine Idee, die funktioniert. Nee, ich krieg nur maximale Herzen. Meine anderen Herzen bleiben so böse. So, der Große ist ausgeschaltet. Und da bei Moblinhorn. Weißt du, was ich jetzt mit dir mache? Biss. Hat direkt noch eine Waffe von deinen Kollegen fressen. Wie kriege ich diese Kackherzen denn wieder? Kriege ich die irgendwann mit der Zeit wieder oder bin ich auf ewig verdammt jetzt? Auf jeden Fall gönne ich mir das ganze Sonanium, was hier liegt. Kann ich ja richtig farmen hier unten. Machen wir mal kurz eine Sortierung hier. Wo sind sie? Da. Oh, ich sehe, was das mein Herz begehrt. Hm? 28 Sonadium habe ich schon. Oh, es ist so lecker. Irgendwas steckt da im Baum. Ach, ein Pfeil.
Mann, wie kann man denn keinen Pfeiler kennen, Scheiße? Ich nehme euch den Flaming Part ab. Aber gut zu wissen, im Untergrund jeder Gegner droppt Sonanium. Müsste man nur einen Ort finden, wo richtig viele Gegner sind. Und dann kann man da richtig viel farmen. So, erstmal Licht. Aua. Ihr seht nix. Ihr wurdet blind geboren. Komm runter, Würmchen. Komm runter. Ah, was fliegt denn da oben rum? Nee, das Würmchen kann ich nicht holen. Das liegt doof. Du bist dann nah dran. Das sehe ich. Ich hab dich erwischt. Ein Kakuda war das. Die kenne ich noch gar nicht. Hier sieht es sehr einladend aus. Hallo. Ich suche Freunde. Volltreffer! Ja, mach deine Freunde kaputt. Genau, gib ihnen auch noch Headshots. Das ist lustig mit anzusehen. Ich mag diese Frucht. Macht Spaß, die zu nutzen. Ich warte noch, bis du fertig bist. So. Hallo. So, den wichtigsten zuerst. Oh, direkt ein neuer Hammer. Nope. Ich hätte zur Seite hüpfen müssen. Oh, die Leuchter, die kann man hier ganz gut gebrauchen. Ich will noch was anderes testen. Macht er den Qualm auch, wenn ich ihn einfach auf den Boden lege und hau? Ja. So, du erhältst jetzt eh die ganze Umgebung. Der Jususwurzel. Ich sehe den Typen da schon stehen.
werde Licht. Und diesmal die ganze Sequenz. Eine bioluminiszente Wurzel. Der Bereich ist nur nicht sonderlich groß. Ach, dadurch kriege ich meine Herzen zurück. Habe ich den Typen hier nicht gerade noch stehen sehen? Doch, da. Haben wir ja gerade gemerkt. Ja, ich kann jetzt Fotos machen. Und das Fotomodul wurde freigeschaltet. Jetzt wird es 10 Milliarden Fotos geben. So, nach dem Foto mache ich mich auch wieder ins Bett. Wir haben ein gutes Foto gemacht. Die Leuchtwurzel will nicht fotografiert werden. Hier ist mehr als nur eine von diesen Statuen. Im Übrigen hier so Objekte hier wie diese. Mit dem Andy Barsche und so alles. Die will ich in freier Natur fotografieren. Und nicht einfach aus dem Inventar irgendwo hinlegen. Guck, wie zum Beispiel die Irrknospe. Die will ich so fotografieren. Dann habe ich ein schönes Irrknospenfoto in seiner natürlichen Umgebung. Ich weiß, das macht es anstrengender. Und dann kann ich das nicht mit dem Amiibo so ersheaten. Sind wieder diese komischen Dinger. Minigame heißen die. Ja, ich habe ein Gruppenfoto. Ach man, das Gruppenfoto ist doof. Besser. Oh Scheiße, sie wollen mich. Weiß ich gar nicht, auf welche Richtung ich immer achten muss. LOL! Wie habe ich das denn geblockt?
Nein, mein Schild ist kaputt. Brettschild. Natürlich kam der von hinten. Warum hast du auf einmal Freunde? Ich wollte es nicht werfen. Warte. Fotozeit. Ich brauche ein Foto von euch. Passt. Ich wäre fast in das Miasma gelaufen. Nee, das wäre Verschwendung. Guckt mal! Ich hab deinen Freund! Es gefällt dir wohl nicht. So, das ist jetzt meiner. Fußball! Naja, na, gut, bei so Dropmaterialien ist es natürlich ein bisschen schwerer, so ein natürliches Foto zu machen. Okay, wir haben einen Ast. Da kenne ich gerade eben noch eine Waffe rum. Außer dem Ast. Werde ich mir wohl so eine Langaxt machen. Ist das denn eine Axt? Steinhelebarde. So, jetzt kommt die Probe. Macht es diese Verdorbenheit weg? Ich hier drunter stehe. Ja. So werde ich die bösen Herzen wieder los. Ich würde gerne noch die Knospe da hinten holen. Dann können wir auch ruhig wieder an die Oberfläche. Außerdem muss ich noch so einen Pilz in seiner Umgebung fotografieren. Ich werde dieses Fotoalbum voll machen. Und stimmt ja, diese einen Tiere, da muss ich auch fotografieren. Hab's. Oh, Öhrlichter. Zink gekauft. Und da ist mein Pilz. Wartet. Guter Winkel, guter Winkel. Schönes Foto. Da sind nochmal so Öhrlichter. Für irgendwas werde ich euch brauchen. Die machen mir auch keinen Schaden oder irgendwas in der Art. Also kann ich sie ja unbesorgt einsammeln.
Endlich ein gutes Foto. So kann ich Jahre drauf kloppen. Oh, ich könnte mir, glaube ich, jetzt schon so eine Energieerweiterung holen, oben im Himmel. Ich finde es schön, dass sie die Donnerblumen zurückgebracht haben. Die gab es ja bei Ocarina of Time schon. Oh, wenn ich wollte, ich könnte hier unten Stunden verbringen. Möget ihr das Licht sehen. Ich hätte gerne den Moblin im Fokus, wie er das Ding abbaut. Er hat das Falsche fotografiert, ich hab's gesehen. Schönes Bild. Die Schlacht möge beginnen. Warum soll ich mich abrackern? Evil Master, mein Shining. Bam, bam. Es funktioniert einfach, es ist so schön. Hier, darfst du dich an der Schlacht beteiligen. Danke dafür. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von den synthetisierten Waffen auch noch Fotos machen kann. Ich kann es ja mal prüfen. Hier müsste irgendwo so ein Hammer liegen. Da. Nee, der nimmt da nur den Stock. Von den Waffen müsste ich, wenn, Fotos machen, wenn ich sie finde, aber so von Bockwaffen beispielsweise geht das nicht. Die kann ich ja nur so finden. Wie den Knochen hier. So, warte mal. Wurfspeer. Dem Wurfspeer geben wir jetzt noch Angriffskraft. Jetzt hat er nochmal 20 Angriffskraft bekommen. Meine Waffen kann ich nicht versprechen, dass ich sie in natürlichem Zustand fotografiere. Also ich versuche natürlich, wenn ich sie irgendwo anlehnen sehe, so zu fotografieren. Gibt ein wesentlich schöneres Foto.
Es ist so schwer zu treffen. Kann ich dich so fotografieren? Nein. Mein Brettschild macht's auch nicht mehr lang. Diese Miasma-Schaden, den finde ich echt ekelhaft. Weil da kann man vom Prinzip her nicht gegenheilen. Zumindest nicht von sich aus. Ah, ich brauche hier nicht erleuchten. Hier wird es gleich hell genug. Meinung geändert. Ich dachte, zumindest so ein bisschen wird um mich herum erleuchtet, aber ich sehe echt gar nichts. Hätte ja sein können, dass hier jetzt so eine Miasma-Pfütze ist, dann wäre ich tot gewesen. So, jetzt können wir diese Sequenz auch überspringen. Die Herzen könnten, selbst könntest du mir auch zurückgeben. Obergrund, ich will zum Spähposten. Oh, hi. Mein Name lautet Link. Aus dem noch ein weiteres Mal angepasst. Du bist vom Kleeblatt-Kurier. Ja, da wollte ich auch als erstes hin. Der Sapau geschrien? Die Charaktere geben manchmal komische Sachen von sich. Hallo, Pura. Ich scheine nicht verletzt zu sein. Überhaupt nicht. Hab nur ein Herz. Ich scheine nicht verletzt zu sein. Im vorherigen Spiel konnte man auch von der einen oder anderen wichtigen Person Fotos machen. Das habe ich gerade mal getestet. Ja. Das ist das schöne Foto. Ich bin jetzt im Fotowahn verfallen. So hätte ich es jetzt nicht genannt. Ja, das muss es schon heißen. Irgendwer muss diese Statue ja gebaut haben. Das ist schon richtig. Es könnte aber auch sein, dass es, wie mit dem Himmelsinseln war, dass einfach so ein Stück runtergebrochen sind, dass da drunter war und das dann irgendwie verschüttet wurde. Also, dass da Sachen von oben nach unten gebrochen sind. Und dann wirklich einfach nur verschüttet wurden. Ach, wieder so ein Anium. Ja. Gern geschehen. Immer wieder gerne.
Ich komme gerne immer mit einem Herzen zurück. Ab ins Bett, wo ich hingehöre. Schlafen wir mal bis mittags. Ist schon Mittag? Mann, ich hab so gut geschlafen. Warte mal. Ich will dich mit auf dem Foto haben von den Reisespeer. Das wäre ein schönes Speerfoto. Aber Spiel sagt nein. Gleich beim Koch mit der Kelle? Ach, der hat sie nicht mehr in der Hand. Wo hast du die Kelle hingelegt? Ich wollte doch nur ein schönes Foto von dir machen. Guck mal, zumindest vom Reiseschwert kriegen wir ein gutes Foto. Das sieht irgendwie episch aus, wie das zerfressen ist. Ich weiß nicht wieso. Es schreit einfach nur, dass das Schwert die Katastrophe hinter sich hat. Ja, genau das Foto, was ich mit dem Typen unten haben wollte. Nur, dass der Speer nicht gut drauf ist. Warte, das kriegen wir besser hin. Ja! Und weiter weg nimmt es ja leider nicht. Oh, ihr seid so fotogen, meine lieben Äpfel. Sorry, aber da hatte ich schon beim ersten Zelda dieses Verlangen, einfach alles zu fotografieren, dass man dieses Album voll bekommt. Warte mal, hier beim Riola-Handbuch. So, die Pferde muss ich auch fotografieren. Ist ein schönes Foto geworden. Da lehnt noch eine Fackel an. Warte mal. Ich mache das Foto noch schöner. Eine brennende Fackel habe ich fotografiert. Aber irgendwer von euch hatte doch eine Suppenkelle. Wenn ich es einmal fotografiert habe, brauche ich es ja nicht nochmal fotografieren. Außer ich finde ein schöneres Motiv. Du, dich mit deinem Schwert. Kannst du in meine Richtung gucken, Kollege? Dann halt so. Das Foto sieht so besser aus. Du wagst es nur einmal nach mir zu hauen.
Von dem Schwert habe ich ein gut genuges Foto. So, ich wollte einmal kurz zur Himmelsinsel reisen, bevor ich hier weitermache. Wo ist der Typ, der Sachen verkauft? Bei dem ich das verbessern kann. Müsste einer von euch beiden ja eigentlich sein. Bin ich hier richtig? Nee. Da, hier, da muss ich hin. Bei der Höhle am See. Hier bin ich richtig. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Irgendwo hier müsste der Händler von dem Teil sein. Außerdem. Ein gutes Leuchtsamenfoto. Von euch kriege ich auch direkt ein gutes. War das nicht hier? Doch, hier irgendwo in der Nähe war das doch. Guck mir mich mal an. Danke. Jetzt darfst du auch wieder gehen. Ich brauchte noch ein Bild vom Stock. Die hier will ich dir abkaufen. Ich nehme alles. Der braucht halt ein bisschen, um das anzubauen. Wir hatten ein paar Mal öfter hier hinkommen. Was anderes ist der Ort hier auch nicht gut. Aber reicht ja anscheinend noch nicht. Ich brauche ja wie gesagt 100. Bitte sag, ich treffe einen Fluss. Hat nur funktioniert. Ich habe nur gesehen, dass da irgendeine Frucht hängt. Oh, die erhöhen meine Schwimmgeschwindigkeit. Da drauf ist doch 100 pro Krog. Schon habe ich irgendwie einen neuen Hammer. Wo kommt der denn her? Wo bin ich gerade überhaupt auf der Karte? Oh, ganz weit im Süden. Wie kommt ihr denn hier runter? Ich konnte noch das Foto machen, bevor ich abgeschossen werde.
Wo kommen die denn her? Ich dachte, die gibt's nur oben. Die haben auch irgendwelche komischen Sonau-Dinger da, die ich noch nicht habe. Ja, komm, das Foto kriegen wir besser hin. Hilfe! Du bist der hat sich einfach unter Strom gesetzt. So. Ist im Nordwesten, oder? Nee. Entgegengesetzte Himmelsrichtung. In die Himmelsrichtung muss ich gucken. Wie weit ist das weg? Das ist genau das nächste Gebiet. Da werden wir hingehen. Sofern ich gerade nicht eine andere Quest habe. Warte mal, das kann man ja im Tagebuch, glaube ich, nachsehen. Untersuche die vier Regionen. Das schwebende Schloss. Ne, momentan haben wir keine spezielle Aufgabe, die im Fokus steht. Okay, auf Richtung Nordwesten. Hab dich. Ich wollte einfach nur, dass es viel Geld droppt. Das gibt ein schönes Foto. Hey, riech mal meiner Knospe. Ich habe ihn umgebracht. Höhe, Singvögel. Da wächst auch wieder was Interessantes. Wie aus einem Horrorfilm. Wie jetzt? Kommst du auch noch runter? Hallo? Ja, viel zu früh. Du wirst wahrscheinlich als nächstes was. Oder du schlägst einfach in meine Richtung. Oh, durch Feuer kommt ihr instant nach unten. Ich müsste noch mal einer von euch so ein Horn droppen, bitte. So, die komischen Pilze direkt auch fotografieren. So, dass man das Leuchten auch gut sieht. Deswegen hatte der so viel Reichweite. Der hat eine synthetisierte Waffe aus zwei Lanzen. So. Wunderschönes Foto.
Manche Materialien aus den Felsbrocken konnte man auch fotografieren. Beim ersten. Ach, was warst du? Du warst so schnell weg. Es war so schnell weg, dass ich es nicht fotografieren konnte. Nein. Ach, nur eine Stachellanze. Kann da drin bleiben. Wie komme ich da gut dran? So, da lässt sich aufbrechen. Nee, kleb dich noch mal an die Wand. Danke. Zu gütig von dir. Ich weiß, wie ich die Lanze verwerte. Bist du noch da? Können wir noch mal so ein Echsenvieh an der Wand kleben? Ich glaube, das hätte ich auch fotografieren können. Kann noch mal hier so eine Echse an der Wand kleben. Ich war nicht schnell genug zum Fotografieren. Da, ich sehe eine. Klammerechse. So, wie kriege ich dich jetzt auch noch gefangen? So nicht. Einfach runterschießen? Die Dinge sind schneller, als ich reagieren kann. Ey, schieß dich jetzt runter. Selbst das kriege ich nicht hin. Oh, ich hab sie. Wie eine Medizin, auf der man selbst bei nassen Oberflächen Halt findet. Ja, bitte! Ah, hier ist ein Krog. Wo ist es? Hab ihn. Und ich glaube, da vorne ist direkt der nächste Krog. Okay, doch nicht.
Ihr könnt mir den ein oder anderen Fisch fotografieren. Je nachdem, was drin schwimmt. Ein Ausdauerbarsch schon mal. Und ein Hairy-Barsch. Warte mal, wir kriegen ein besseres Foto. Und ich sehe noch was. Nein, nimm die scheiß Ente ins Visier. Ja, genau, wie sie mit dem Bürzel nach oben guckt, während sie mit dem anderen Teil im Wasser ist. Ein sehr schönes Foto. Nein, wir wollen ein richtiges. So. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Schatz. Geh zurück, wo du hergekommen bist. Ja, im Flug. Sorry Leute, aber die wurde so wichtig. Man sieht es so, wenn ich sie einmal gemacht habe, muss ich sie nicht nochmal machen. Außer das Foto war kacke. Wenn ihr nur hier seid, um Hauptstory zu gucken, dann seid ihr vollkommen fehl am Platz. Kann ich euch jetzt schon sagen. Nicht schnell genug. Mann, ich bin nicht schnell genug, um diese Kackechsen oder die anderen Dinger zu fotografieren. Oh, guck mal, noch ein viel schöneres Foto von den Enten. Ich rieche einen Krog. Ich rieche ihn. Er ruft nach mir. Wo versteckst du dich, mein neuer Freund? Ich weiß doch, dass du in der Nähe bist. Ich sehe da was, das fotografiert werden will. Ah, okay, von dir habe ich schon ein Foto. Aber das wäre ein besseres Foto. Genervt. Seht ihr nicht, dass ich hier gerade eine Fotosession mache? Leute, das ist ja meine Chance gewesen, so eine Schrecke zu fotografieren. Okay. Hier ist mein Krogfreund. 100%ig. Ich sag dir doch, ich rieche ein. Man riecht diese Dinger. Ich rieche ja immerhin komisch. Boah, ich rieche die bis hierhin.
Alles, was ich jetzt finde, muss ich später nicht mehr suchen. Ist der denn Marone? Nee, aber da ist ein Krog. Der will irgendwo hin. Wo ist denn dein Freund? Da oben willst du hin. Okay, ich weiß wie. Da hinten ist ja schon mal das Floß. Und das klebe ich dich einfach dran. Aber vorher muss ich ein Foto von dem Rock da im Wasser machen. Kannst du bitte aus dem Wasser kommen? Hallo? Komm, nur einmal ganz kurz, bitte. Danke. Das Ding kann ich doch auch fotografieren, oder nicht? Nee. Erstmal aus dem Wasser fischen. Man muss nur Geduld haben. Ich wollte ein Auge fotografieren. Was ist nur aus mir geworden? Als ob das jetzt instant kaputt gegangen ist. Muss zumindest den Krog retten. Ich habe ansonsten nur eine Idee. Die Idee kommt gerade angeflogen. Das wird so in die Hose gehen. Ich wünsche einen schönen Flug. Schade, funktioniert nicht so. Naja, hat funktioniert. Er ist da, wo er hin soll. Das passt so schon. Dein Kumpel war doch hier oben, oder? Guck, ich bring dich doch zu deinem Kumpel. Wie ignorieren jetzt mal den Versuch, dass ich versucht habe, ihn fliegen zu lassen und dabei versenkt habe? Was kam denn darum? Eine Bergkrähe. Kannst du mal ein bisschen näher kommen? Ich will ein schönes Foto von dir haben. So, ich habe mein Foto. Wo komme ich denn am besten da hoch? Ich würde sagen, über das Gebiet komme ich am besten dahin. Also ich darf erstmal dahin wandern. Schön, dass hier so viele Feuersteine liegen. Oh. Chance nutzen. Warte mal. Ich muss mich da hochschleichen. Für ein perfektes Foto. Hallo, mein Freund. Magst du die Zunge rausstrecken? Komm.
Warum sieht die Echse so traurig aus? Tut ihm irgendwie leid. Die sieht da so traurig aus, so einsam und verlassen. Komm, ich werde dein neuer Freund. Und Abflug. Es funktioniert. Ich kann zumindest ein bisschen darauf gleiten. Hier im Wasser. Ich würde es nicht schaffen, rüber zu schwimmen. So kann man auch die Barsche sammeln. Den Gleiter mal anders missbraucht. Ich frag mich, wo man den Marone findet. Für die Krogdinger. Ich will es nicht nachgucken und ich will auch nicht, dass ihr mich jetzt in den Kommentaren spoilert, nur weil ich nach Marone frage. Ich will den selber finden. Es wäre nur schön, wenn ich ihn früh finde. Muss ein bisschen näher. Ein Eichhörnchen. Wie süß. Und dich auch gleich. Oh, ich muss hier mal. Ich meine nicht, dass die aus dem Handbuch gelöscht werden, wenn ich sie hier aus dem Album raushole. Sonst könnte man das Album ja niemals voll bekommen. Also das Album im Handbuch. Passt. So, ist es so, wie ich mir denke? Ja. Ich kann die Bilder ruhig löschen bei Nutzung. Sobald sie einmal genutzt wurden, kann ich sie ruhig wegschmeißen. Hauptsache, ich habe sie einmal drin. Da auf dem Berg, der ist so einsam, der Berg, da ist doch 100 Pro auch noch mal ein Krog. Ich habe ja gesagt, erwartet nicht, dass wir der Haupthandlung straight folgen. Da seid ihr hier vollkommen falsch. Ich will alles von dem Spiel sehen, nicht nur die Haupthandlung. Der Hell? Natürlich habt ihr Feuerpfeile. Wo sind meine Donnerfrüchte?
Erstmal die Viecher runterpusten. Komm, hau zu, ich werde an die hochklettern. Kletter ich halt so. What you gonna do about it? What you gonna do about it? Ich komme wegen der scheiß Festung, die du auf die drauf trägst, nicht nach oben. So, jetzt ist der auch unten. Ich habe nur einmal kurz weggeguckt und der hat einen Charge gemacht. Warte mal, eine andere mit einer Taktik. Funktioniert. Habe ich erstmal gar nicht dran gedacht, dass ich da durch kann. Aua. Nicht vergessen, er kann mich one-hitten. Geht doch. Das war klar, dass er das machen wird. Mein Gott, ey. Nur weil ist diesen... der will unbedingt nur diesen einen Punkt da oben anvisieren. Wenn ich woanders irgendwie hingucke, dann sieht ihr komplett in die falsche Richtung und ich kriege den Stein ab. Kaputt. Mistding. Unbedingt mehr Abwehr. Ich kann jetzt nicht ernsthaft sein Herz vorne dran packen, oder? Ich bräuchte einen neuen Knüppel. Hier liegt aber keiner. Muss die Knochen an die halt runter. Seht ihr, das ist ein Hammer? Iberrock-Hammer. Der hat auch ultra viel Power. Also im Vergleich zu dem alten Hammer. Wir sollten auf dem Weg auch gleich den Tempel da vorne, also den Schrein mitnehmen. Okay, ich bin mal eben kurz von hier aus. Liegt hier auf dem Weg. Oh, hi. Nein, bleib doch. Da kann ich doch kein Foto von dir machen. Wenigstens komme ich voran. Ach, wollte ich mir noch mal ein paar Augen geben? Damit ich einen Cheater-Schuss aktivieren kann, das ist aber nett.
Okay, ich sehe die Schwierigkeit, die bei dem Schrein besteht. Kann aber leicht umgangen werden. Feuerfrucht? Ach nee, das sind Steine, oder? Das sind Steine, kein Holz. Ich wollte das Hol erst abfackeln, weil ich dachte, das wäre Holz. Gut, trotzdem nicht schwierig, hier dran zu kommen. Rein in die Olga. Windkraft. Ich verstehe das wie. Ich kann es ja auch für meinen Gleiter nutzen. Soll ich den Zweihänder nehmen? Ich kann die ja miteinander verbinden, dann habe ich mehr Windkraft. Oder ich kann richtig Spülkes bauen. Hier zufällig versteckte Kiste irgendwo. Ich sehe jetzt auf Anhieb keine. Ich verstehe, wie das hier funktioniert. Oder ich verstehe es nicht. Ich glaube, dass ich hätte das Holzfloß nicht treffen dürfen. Ich hätte mit einem Pfeil drauf schießen müssen. Naja, wir können es ja trotzdem anders machen. Wer sagt, dass ich ein Floß brauche, um hier rüber zu kommen? Manchmal bin ich von meinem Intellekt selber überrascht. Aber warum gibt es diese Möglichkeit? Ah. Ich verstehe. Ein Moment. Das ist wichtiger. So. Würde das so funktionieren, wie ich es mir vorstelle? Ich hab's in den Himmel geschossen. Das kommt gleich runter. Man geht dem Ding die Booster aus. So, jetzt habe ich's geschissen bekommen. Wow, für ein Opal habe ich mir das gerade alles angetan. Jetzt fühle ich mich beleidigt. Das Ding nicht abheben konnte, während ich drin stand. Ja, ein weiterer Segensschein und ein weiteres Segenslicht.
Ach, da müssen wir uns die Sequenz doch unbedingt noch mal gönnen. Oh, Besucher dieses Bannschrein, der das uralte Böse versiegelt. So, sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Und ein weiteres Segenslicht. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Och nö, es regnet. Die Brücke hatte ich mir markiert. Über den Weg können wir ruhig heute noch zurücklegen. Da ist ja nochmal ein weiterer Schrein auf dem Weg. Hallo? Ich kann einen Baum fotografieren. Ich kann mir schon denken, was deine Schwäche ist. Ich habe keine Axt. Verdammt, die sind immer schneller als ich. Es wäre wahrscheinlich eine Schwäche gewesen, mit einem Feuerfall auf die Blätter zu zielen. Auch einen Brunnen darf ich auch fotografieren. Dann will ich ein schönes Foto. Aber wegen dem Brunnen darf ich das Schild nicht fotografieren. Ich habe nur geraten, ob ich hier reinspringen kann. Das war nicht gewollt. Hier ist ein Notizbuch. Dieser Schacht ist gar noch bequemer als erwartet, da er vor Hitze und Kälte gut geschützt ist. Hier benötige ich weder wärmende noch kühlende Zutaten. Ich hatte überlegt, hier ein Gemüsefeld anzulegen und mich niederzulassen. Bin dann aber doch aufgebrochen. Die Höhen, die durch den Kataklysmus entstanden sind, haben meine Neugier einfach zu sehr geweckt. In unerforschten Gegenden findet man oft zahlreiche Zutaten. Wer immer neue Gaumenfreunde sucht, darf nicht lange im selben Ort verweilen. Chefkoch Ratam. Jetzt nicht gedacht, dass ich Brunnen, ne, fotografieren kann. Wie komme ich denn hier wieder anständig raus? Muss ich dafür jetzt echt ein Feuer legen? Weil ich kann nicht an der Decke klettern. Ich will da kurz gucken, hätte man ein Seil runterlassen können. Nicht, dass ich es jetzt sehen würde.
so dämlich, die Libellen fotografieren zu wollen. Ich sehe jetzt hier nicht irgendwas, was nach einem Seil aussieht. Okay, ich habe gehört, wir gehen doch beim nächsten Mal erst dahin. Ich sehe, dass da ein weiterer Boss schlummert und den können wir uns ja beim nächsten Mal gönnen. Ich pflanze mich jetzt hier auf das Gebäude. Ich weiß auch schon, wie ich das beim nächsten Mal mache. Ich werde beim nächsten Mal vor dem Stream hier ein Auto zusammenbasteln. Da lege ich drei Donnerblumen drauf, die ich vorne dann dran befestige und die lasse ich dann in den Rhein rasen. So, wir stellen uns so rum hin, hier oben drauf. Und dann mache ich hier jetzt für heute Schluss. Ja, Leute. Ich hoffe, dass es an der Stelle jedem gefallen hat, hier heute zuzuschauen. Für YouTube. Abo und ein Like da lassen. Der Twitch-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Genauso ist es umgekehrt. Und von YouTube verabschiede ich mich hier als erstes. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das guckt.